ein herzlich willkommen zu unserer heutigen Schmökerkiste. Heute sitzt mal wieder mein Freund Wolfgang Mitschke mit im Studio und wir haben uns beide etwas vorgenommen und haben auch beide dafür gesammelt, was eigentlich sehr kompliziert ist. Denn wir beide sind lange Zeit überhaupt nicht drauf gekommen. Ja, stimmt. Es ist so, ich darf das ja verraten, du bist gebürtig aus Striegau, das ist Niederschlesien und heute heißt das? Tschegom. Gut. Polnisch. Jawohl, das habe ich mir beinahe gedacht. Und ich habe das zwar zur Kenntnis genommen, aber unter Striegau war mir nichts geläufig. Dabei ist das Ulkige, dass ich wenigstens, kann sagen, nach dem Studium schon, hat mich interessiert, besonders von der deutschen Literatur, Barock und Spätbarock und Frühaufklärung gehören ja irgendwie zusammen dann. Und da kommt ein junger Mann zu Wort und der heißt Johann Christian Günther. Und dessen Werke habe ich immer, wo ich die gesehen habe, gekauft. Dankenswerterweise hat Wolfgang eine wunderschöne Ausgabe mitgebracht. Es gibt auch in dieser Bibliothek Deutscher Klassik, gab es extra einen Band, Günther. Und es gibt noch viel mehr. Und wir haben uns sogar, also muss ich sagen, Wolfgang hat sich vorgearbeitet bis zur Sammlung von 1751, die im Gleimhaus in Halberstadt vorhanden ist. Kannst du ruhig mal zeigen. Denn es hat uns freundlicherweise die Leiterin des Gleimhauses da eine Ablichtung gemacht. Dieser Johann Christian Günther ist ein Dichter, der verhältnismäßig früh, also die Ausgabe ist 1751, weit bekannt ist. Und deshalb möchten wir Ihnen heute ein bisschen darüber erzählen. Und das geht besonders schön, weil wir ja einen Günther-Fan neben mir direkt aus Striegau haben. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Du hast das Wort. Ja, also der Dichter Johann Christian Günther ist in meiner Heimatstadt Striegau geboren. Und für mich ist er ein ganz bedeutungsvoller, weil ich auch die Literatur, die aus dieser Zeit stammt, besonders schätze. Also beispielsweise, aber auch dann Goethe, Heine und Eichendorff sind so meine Lieblingsdichter und dazu gehört eben der Günther. Der ist am 8. April 1695 in Striegau geboren, in der Neuen Gasse hieß die Straße damals. Und ich bin in der gleichen Straße geboren, allerdings erst 1933, so 238 Jahre später als Christian Günther. Ja, das spielt ja keine Rolle. Aber seine Straße wurde dann 1871 in Güntherstraße umbenannt. Das verhältnismäßig früh. Ihm zu Ehren. Ja, das verhältnismäßig früh. Ja, und sein Geburtshaus, das steht heute nicht mehr. Das ist Opfer des Krieges geworden. 1945 ist es zerschossen worden. Und meins aber ist noch vorhanden. Ich habe 2002 mit meinem Sohn davor gestanden. Nur die Buchhandlung Rudolf Mitschke fehlte, die da unten drin war. Aber alles war so wie früher und die Erinnerungen waren noch mal ganz stark. Ja, und dieser Günther, der ist mir schon als Kind begegnet, denn meine Großmutter hat immer mich bei ihren Spaziergängen mit mir an dem Haus vorbeigeführt. Und da war auch ein Bronzeporträt an dem Haus angebracht, so ähnlich wie dieses hier, sodass also immer der Passant diesen Günther sehen konnte. Und inzwischen, nach 1945, hat es Kontakte gegeben mit einer Bundesheimatgruppe Striegau, mit dem Magistrat, und die haben gemeinsam am Eingang zu dieser Straße einen Gedenkstein gestiftet. Auf der einen Seite ist es polnisch, auf der anderen Seite ist der Text deutsch. So ist vielleicht besser zu sehen. Und dann habe ich also hier den Stein nochmal ganz groß und den finde ich, also schon die Aufnahme finde ich sehr schön.
Und die Plakette ist natürlich auch wunderschön. Ja, und wie gesagt, dort bin ich ständig vorbeigegangen und Großmutter hat mir erzählt, wer das ist. Und sie hat natürlich auch betont, dass mein Großvater, der war auch nicht nur Buchhändler, der war auch Büchersammler, eine Erstausgabe in seinem Bücherschrank hatte. Na, ist natürlich auch 45 den Weg allen Irdischen gegangen. Ja. Aber ich habe dann versucht mal, weil ich ja nun als Buchhändler, ehemaliger Buchhändler auch Bücher sammle, eine Günther-Ausgabe zu erwerben, aber im Antiquariat. Aber der Preis von etwas über 1000 Euro, der hat dann doch mich doch daran gehindert. Und dabei muss man mal vielleicht anfügen, dass zwar zu seinen Lebzeiten keine Gesamtausgaben oder überhaupt keine Sammelausgaben erschienen sind, aber unmittelbar nach seinem Tode, eigentlich bis zu der Ausgabe von 1751 schon fast 14 Auflagen erschienen sind. Das heißt, er wurde sehr gelesen. Also mit so viel Ausgaben und Auflagen konnten Schiller und Goethe noch nicht. Noch nicht recht. Ach, um Himmels Willen, kein Gedanke dran. Und die wurden hier also wirklich gelesen und der wurde gebraucht. Man muss dazu natürlich sagen, diese Zeit, in der er gelebt hat, nach dem Dreißigjährigen Krieg, da muss man unbedingt dazu sagen, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass vielleicht nach dem Krieg das Ganze wieder normal weiterging, sondern wie es Wolfgang eben gesagt hat, es war, auch damals waren die Städte, die sowieso viel kleiner waren, völlig zerstört. Und die Einrichtungen, die da gehörten, wie Rat der Stadt und auch Schule und so etwas, das war ja alles kaputt. Und es hat ungefähr 3 Generationen gedauert, das wollen wir mal immer im Hinterkopf sozusagen, wie man so schön sagt, behalten. Die haben gebraucht, dass die Menschen überhaupt erst einmal wieder, sagen wir, nicht nur Mut fassten, sondern auch mal sagen, aha, hier ist schon was gebaut worden oder hier ist ein Garten oder eine Plantage wieder in Ordnung. Denn das fehlte alles. Das können wir uns kaum noch vorstellen und deshalb kein Krieg. Wie ich aus unserer Chronik, unserer Familienchronik entnommen habe, waren meine Vorfahren damals Färber, Leinenfärber. Ja. Denn in Schlesien entwickelte sich ja eine große Leineweberei bei den Menschen. Wir kennen das alle noch aus Gerhard Hauptmann, die Weber. Ja. Das kam aber viel, viel später. Aber damals eben schon nach dem Dreißigjährigen Krieg gab es Weber und meine Vorfahren haben eine Färberei betrieben. Ist gut, dass du das sagst, aber das bedeutet, dass wir dann denken müssen, dieses Leinen muss ja erstmal angebaut werden. Das muss man erstmal ein Jahr da haben. Dann muss man es verschiedenen Handwerkszweigen noch, ehe man überhaupt es färben kann. Es muss ja erst noch gewebt und gesponnen und alles sowas. Wollen wir aber nicht weiter ausdehnen. Gut. Aber das ist nur das Umfeld, wo er da in Striegau, lebte. Als Sohn, muss man dazu sagen, eines armen Landarztes. Ja, denen ging es ja auch so, war alles mehr oder weniger kaputt. Die Leute konnten auch kaum den Arzt bezahlen. Und wo sollten sie sich in der Apotheke, die es gar nicht in dem Ort gab, da mussten sie erst noch ein bisschen weiter, wo sollten sie das Geld hernehmen, um sich da überhaupt erstmal so etwas kaufen zu können? Abgesehen davon, dass das vielleicht auch nicht viel tauchte. Ja. Aber das wollen wir jetzt hier nicht erörtern. Es war also ein äußerst hartes Leben. Aber trotzdem hat es ja geschafft, dass er eine gute Bildung hatte. Ja, ich wollte hier schon mal aus dem großen, prächtigen Band noch schnell einmal etwas vorlesen und auch mal die Schrift noch mal mit in die Kamera halten. Das heißt es, als er das, was er liebte, entbehren musste, heißt das Gedicht. Er hat also viel über Liebe geschrieben. Etwas lieben und entbehren ist ein Schmerz, der heimlich quält. Wenn die Blicke Zungen wären, hätten sie dir längst erzählt, was dein Wesen, kluges Kind, über mich vor Macht gewinnt. Denke, wie es martern müsse, wenn ein müder Pilgersmann
von dem Ufer tiefer Flüsse keinen Trunk erreichen kann und mit Sehnsucht und Verdruss Wasser sehen und dursten muss. Mal so weit. Ja, und dann also können Sie sich schon mal daran gewöhnen, das ist ein Deutsch, was man damals kaum kannte. Denn es war ein persönliches. Man hat früher so etwas als Gelehrtendichtung genannt, vor Günther. Plötzlich war ein Mann da, der schrieb, wie es ihm tatsächlich ging und was er sich so erhoffte. Hier ist ein Gedicht noch aus seiner Zeit, wo er Schüler war. Das kam so zustande, dass einer seiner Kollegen merkte, der Junge ist sehr begabt, aber in Striegau gibt es gar keine höhere Schule. Und er nahm ihn mit in das Fürstentum, die Hauptstadt, die hieß Schweidnitz. Hat heute sicher auch einen anderen Namen. Schweidnitzer. Na, siehst du wohl. Und da, der junge Mann hat schon geschrieben, ein Gedicht, das heißt Trostaria. Man soll sich eben, na, das hören Sie ja. Endlich bleibt nicht ewig aus. Endlich wird der Trost erscheinen. Endlich grünt der Hoffnungsstrauß. Endlich hört man auf zu weinen. Endlich bricht der Tränenkrug. Endlich spricht der Tod genug. Endlich wird aus Wasser Wein. Endlich kommt die rechte Stunde. Endlich fällt der Kerker ein. Endlich heilt die tiefste Wunde. Endlich macht die Sklaverei den Gefangenen Josef frei. Endlich nimmt der Lebenslauf unseres Elends auch ein Ende. Endlich steht ein Heiland auf, der das Joch der Knechtschaft wende. Endlich machen 40 Jahre die Verheißung zeitig wahr. Endlich blüht die Aloe. Endlich trägt der Palmbaum Früchte. Endlich schwindet Furcht und Weh. Endlich wird der Schmerz zunichte. Endlich sieht man Freudenthal. Endlich, endlich kommt einmal. Ja, wie gesagt, er ging nach Schweidnitz. Dort hat er durch diesen Doktor, den Amtskollegen von seinem Vater, freie Pension erhalten. Er hat auch freie Kost bekommen und auch das Schulgeld fürs Gymnasium. Und das war unheimlich viel damals. Und das Gymnasium hatte den Namen Gnadenschule. Dort also ist er zur Schule gegangen und sein Direktor, der hieß Leubscher, entdeckte bald, dass er also ein geistig reger Schüler ist und er begann ihn zu fördern. Er erschloss ihm Bibliotheken bei den reichen Bürgern, die er besuchen konnte. Denn die konnte man ja auch nicht einfach hingehen. Die waren Privateigentum von Leuten, die da Glück hatten, noch ein paar Bücher zu besitzen. Genau. Und da wurde er schon als kleiner Dichter bekannt an der Schule, als sozusagen als Gelegenheitsdichter. Er hat dann für seine Freunde, für deren Familienfeste und so weiter Gedichte gemacht. Aber das Wichtigste ist ja, dass er den Stand hatte, um auf eine Universität zu gehen. Ja. Und damit die Möglichkeit auch hatte, den Beruf seines Vaters fortzusetzen. So ist es. Ja, wie gesagt, und da kam auch schon die erste kleine Schülerliebe mit einer Flavia. Und dadurch entwickelte er sich auch immer mehr zum Manne und die entdeckte die Liebe. Und 1715 hat er sein erstes Drama geschrieben. Es war auch das einzige Drama, mehr hat er nicht. Aber eins. Das konnte man ja nicht aufführen, waren ja nur Lesedramen. Aber in der Schule musste man wurde es? Ja, na, die Schule. Wir haben die Aufführung nicht gesehen. Ja. Wir haben sie beide nicht gesehen. Nein, nicht, das ist klar. Aber er hat's, und das Drama hieß Die von Theodosio bereute Eifersucht. Das war bitte. Also ein Trauerspiel. Na, bitte. Und zur gleichen Zeit hat er sich in die Schwester eines Schulfreundes verliebt. Soll auch vorkommen. 6 Jahre ältere Leonore. Und das wurde seine große Liebe bis zu seinem Tod. Er hat sie stets geliebt und ist nie mit ihr vereint gewesen. Hat es immer wieder gewollt und es klappte nicht. Und Leonore hat in Schweidnitz immer auf ihn gewartet. Das ist ja schön, aber
Aber dadurch sind natürlich ganz, ganz tolle Liebesgedichte entstanden. Ja, also wie gesagt, es kam nie zur Vereinigung. Günther ist dann von seinem Vater, nachdem er einen tollen Schulabschluss gebracht hat, zur Universität nach Frankfurt Oder geschickt worden. Ja, und sollte dort Medizin studieren. Ja, das war die preußische Universität. Die preußische Landesuniversität war damals Frankfurt an der Oder. Ja. Und ich habe hier mal das Abschiedsgedicht, was er an und für Leonore geschrieben hat. Abschied. Schweig du doch nur, du Hälfte meiner Brust. Denn was du weinst, ist Blut aus meinem Herzen. Ich taumle so und hab an nichts mehr Lust, als an der Angst und den getreuen Schmerzen, womit der Stern, der unsere Liebe trennt, die Augen brennt. Der Abschiedskuss verschließt mein Paradies, aus welchem mich Zeit und Verhängnis treiben. So viel bisher dein Antlitz Sonne wies, so mancher Blitz wird jetzt mein Schrecken bleiben. Der Zweifel wacht und spricht von deiner Treu, sie ist vorbei. Verzeih mir doch den Argwohn gegen dich. Wer brünstig liebt, den macht die Furcht stets bange. Der Menschenherz verändert wunderlich, wer weiß, wie bald mein Geist die Post empfange, dass die, die mich in Gegenwart geküsst, entfernt vergisst. Es gibt da noch mehr Strophen, aber ich denke, das gibt einen Überblick von seiner großen Leidenschaft und Liebe zu diesem Mädchen oder zu dieser jungen Frau. Bloß, um die Wahrheit zu sagen, das nützte ihm im Studium erstmal herzlich wenig. Aber er war eben ein sehr interessanter Mann, weil er viel wusste. Und er war sehr beredt, das heißt, ihm fiel das leicht, etwas zu dichten, etwas zu schreiben. Und in solchen Kreisen, die da zusammenkamen und hoch die Tassen feierten, war er eben gern gesehen. Hier ist ein Studentenlied, das er geschrieben hat. Brüder, lasst uns lustig sein, weil der Frühling währet und der Jugend Sonnenschein unser Laub verklärt. Grab und Bahre warten nicht. Wer die Rosen jetzt so bricht, dem ist der Kranz bescheret. Unseres Lebens schnelle Flucht leidet keinen Zügel. Und der Schicksal Eifersucht macht ihr stetig Flügel. Zeit und Jahre fliehen davon und vielleicht schnitzt man schon an unseres Grabes Riegel. Also das ist das schöne Motto, heute ist heute. Was morgen ist, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu diskutieren. Und das hat er an verschiedenen Universitäten gemacht. Und wo er hinkam, gab es auch Schlesier, es waren Landsleute, die freuten sich, dass sie nun auch so einen Stern von Schlesien beinahe bei sich hatten, der in der Lage war, bei Hochzeiten, bei akademischen Feiern, bei, was weiß ich, Geburtstagen und so weiter, konnte der überall gleich das in Reime bringen. Und das Neue war, diese Reime waren eben nicht die Floskeln, nein, die man bisher benutzt hatte, sondern das waren seine Gefühle. Ja, so ging es eben von der Leber weg. Und das ist das Schöne. Und deswegen ist er auch so wichtig für unsere Literatur. Auch wenn ihn heute vielleicht nicht mehr viele Leute lesen, aber zwei sind ja schon hier. Wir beide machen das. Ja, und wie gesagt, in Frankfurt ist aber nicht lange geblieben. Mhm. Er ging dann über Berlin, auch kurzer Aufenthalt nur, und dann landete er in Wittenberg. Und da hat er sich, wie du schon sagst, hineingestürzt in das Studentenleben, Wein, Weib und Gesang, das Thema. Und es war auf allen drei Stufen, Wein und Weib und Gesang, war er maßlos. Maßlos. Ich habe hier auch noch mal ein Gedicht aus dieser Zeit. Und da kommt schon die Erotik auch, die da eine große Rolle gespielt hat. Eröffnet mir das Feld der Lüste, entschleust die wollust schwangeren Schoß,
gib mir die schönen Lenden bloß, bis sich des Monden Neid entrüste. Die Nacht ist unserer Lust bequem, die Sterne schimmern angenehm und buhlen uns zum Exempel. Drum gib mir den verliebten Kuss. Ich schenke dir der Wollust Must zum Opfer in der Keuschheitstempel. Ja, und daran sieht man ja spätestens, dass diese Gedichte nicht nur neu waren, sondern auch ihr Publikum fand. Ja. Und das ist nämlich festzustellen, diese Gedichte hat er ja nicht gedruckt. Die hätte er vielleicht auch als Student nicht unbedingt bei einer akademischen Druckerei abgeben können. Die hätten gesagt, also das ist nicht unser Gebiet. Aber da schrieben sich alle ab. Ja. Und das war beinahe wie ein... Ja, natürlich. Das war so, ein Stein fällt ins Wasser und jetzt kam der große Kreis und überall, oh, sagten, gib mal den Text her, der gefällt mir. Und daher erklärt sich auch das, dass er selbst gar keine richtige Sammlung irgendwie herausgegeben hat. Aber kaum war er tot, meldeten sich jetzt plötzlich die Leute und sagten, wir haben aber von dem was und wir haben das mal von ihm persönlich oder er hat uns das mal in unserer Familie vorgetragen. Und das spielt da jetzt eine große Rolle. Die Studentenzeit war aber damals ein bisschen anders als heute. Oh ja. Er sollte ja Medizin studieren und das hat er sicher auch ab und an mal getan. Aber es gehörte damals auch dazu, das, was man so sagt, heute auch noch, als so Allgemeinbildung. Also man musste dann auch was selbstverständlich von Biologie wissen und den Anfängen der Chemie auch, aber auch Literarisches und wie man gut schrieb, um einen Brief aufzusetzen und sowas. Das wurde ja alles auch unterrichtet. Ja. Und da konnte es für einen jungen Mann, der nun sehr begeisterungsfähig war, und das ist dieser Günther, konnte es sehr schnell passieren, dass er irgendwie die Bahn verlor und mal da und mal da. Da war ja überall noch was Interessantes. Genau. Und das wollte ich auch noch sehen. Denn er wusste ja auch, wie wir eben schon gehört haben, in seinen Versen, heute ist heute. Also wenn ich jetzt nicht möglichst alles aufnehme, wenn ich erst wieder in Striegau, nichts gegen Striegau, aber wenn ich erst wieder da hinten hocke und die Bauern da wieder gesund machen muss und die kleinen Handwerker und was weiß ich, dann ist es aus. Dann habe ich diese Freiheit nicht mehr. Also jetzt bin ich in Jena oder in Wittenberg und da ist was los und da mache ich mit und da bin ich beliebt. Er hat aber Leonore nie vergessen und hat auch von Wittenberg aus ihr Liebesbriefe geschrieben, natürlich auch alles gedichtet. Ich habe hier auch noch mal so ein Beispiel an Leonore. Von den Spitzen derer Hügel sehe ich oft ins Vaterland. Hätte ich doch nur Taubenflügel oder Daedalus Zauberhand, um nur wie zuvor geschehen, dich, mein Engel, noch zu sehen. Dich, o Sonne meines Lebens, dich, o Ursprung meiner Glut, ist denn leider ganz vergebens, dass mein Mund so kläglich tut? Nein, ich weiß, dein klingend Ohr stellt dir oft mein Leiden vor. Hätt ich nur von 1000 Küssen manchen, den ich kaum genoss, weil ich, ohne es selbst zu wissen, oft in trunkener Lust zerfloss. Oh, wie ratsam wollte ich ihn jetzt aus deinen Lippen ziehen. Und hier haben wir gleich noch ein Gedicht, aber die Namen brauchen wir uns nicht alle zu merken. Also diese hier heißt Anna Rosina. Die ist aber sehr wichtig. Ja, die ist wichtig für ihn, sicher, aber heutzutage können wir mit der leider nicht mehr viel anfangen. An die hat er geschrieben, ach, was ist das für ein Leben, niemals recht verliebt zu sein. Nichts kann Trost im Unglück geben als ein Kuss voll süßer Pein, reizt mich nicht an große Titel oder rühmt mir etwa Geld. Schöne Redlichkeit im Kittel ist mein höchstes Gut der Welt. Neider fluchen, Spötter kränken, alles hoff ich auszustehen, lässt mich nur dein Angedenken auf den Hoffnungs-
Rosen gehen. Nach dem Hauche deiner Lippen geht der Sehnsucht schneller Kahn. Ist die Lieb ein Meer voll Klippen, nimm nur mich zum Anker an. Aber jetzt muss man noch dazu sagen, das Raffinierte ist ja von ihm. Da steht an dieselbe oder so etwas. Und dann kommt aber etwas ganz Raffiniertes. Dann steht da an, geht der erste Vers los, der zweite N, der nächste wieder N und A. Und da sieht man schon, die Anfangsbuchstaben ergeben senkrecht Anna, die nächsten Verse Rosina. Also die konnte praktisch in Geheimbotschaft sagen, Mensch, das hat der für mich geschrieben, Rosina. Und dann weiß man auch noch, wie sie mit Nachnamen heißt, Lange. Passt zwar zu Anna Rosina, so schön nicht, aber das hat er auch gemacht. Ja. Sie stammte aus gutbürgerlichem Haus, das war aber schon in Leipzig. Du bist mir etwas vorausgekommen. Diese Gedichte, es war eine ganze Sammlung auch, nannte man Rosettengedichte. Ja, das hat er schon so selbst so gemacht. Ja. Aber ich muss noch dazu sagen, bevor er nach Leipzig ging, da erhielt er noch eine große Ehrung von der Universität Wittenberg, und zwar Universitätsdichterkranz und Ring. Ja, aber man hatte ihn also da als Dichter schon erkannt. Ja. Und er sollte aber dafür auch 12 Taler zahlen, die konnte er nicht zahlen. Und da ging er in Karzer und musste von seinen Freunden ausgelöst werden. Aber wie gesagt, 1717 ging er dann nach Leipzig, um dort weiter zu studieren. Ja, und da ging das noch schlimmer los wie in Wittenberg. Wir kennen ja auch aus Goethes Faust die Szenen im Auerbachs Keller. Ja. Goethe war ja ein paar Jahre später auch in Leipzig, bloß der hat die Kurve gekriegt. Noch rechtzeitig konnte er in seine gutbürgerliche Heimat nach Frankfurt Main zurückkehren, während Günther da blieb und sich von Gönnern unterhalten ließ. Das klappte oft noch. Aber er musste auch viel Gelegenheitsgedichte schreiben. Und die auch bestens unterhielt, aber was nichts einbrachte. Eben, und die Gedichte waren ja auch nicht gerade ein großer Verdienst. Aber er schrieb und schrieb und schrieb und lebte davon. Ja, aber das war kein Bargeld, sondern er wurde eingeladen von den Adligen, war dann mal auf deren Landgut, machte da abends seine Späßchen und organisierte Tanz und so weiter. Und dieses Organisieren von Zeremonien, das konnte er auch sehr gut. Und da war Möglichkeit gegeben, einen Beruf mal auszumachen. Tja, und er hat sogar versucht, sich an den Prinzen Eugen zu wenden und ein Lobgedicht auf ihn geschrieben und dachte, der Prinz würde sich nun revanchieren und ihm irgendwas Gutes tun, aber der Prinz reagierte gar nicht auf ihn. Aber wenn du das schon anführst, ich hätte es beinahe gar nicht angeführt, ist es aber auch, dass der Prinz sich natürlich durch die Sekretäre sagen ließ, wer ist denn das überhaupt, der das da machte. Denn andererseits ein anderer, der ein viel schlechteres Gedicht geschrieben hat über ihn, der war aber sehr fleißig, der kriegte dafür sofort eine Professur. Ja. Also durch den Prinzen, weil der dachte, alle haben ein gutes Wort für ihn eingelegt. Aber für den haben die nichts eingelegt, weil die gesagt haben, das ist derjenige, der uns Spaß macht. Aber nun, ob der Professor werden muss, das ist nicht so. Tja, und wie gesagt, da taucht erstmalig auch eine gewisse Todesangst und Todessehnsucht in seinen Versen auf. Aufgrund seines doch sehr unsteten Lebens und er kriegt das Leben einfach nicht in den Griff. Und da hat er sich so auch nochmal, auch durch Verbindungen von Gönnern am Dresdner Hof beworben, wollte dort als Hofdichter angestellt werden. Mhm. Aber das ging auch fehl. Es gibt da Gerüchte. Die einen sagen, man hätte ihm Schlafmittel oder irgend so etwas in den Wein getan und da hätte er also beim Dichten versagt. Andere sagen, er ist schon besoffen hingegangen. Das hat auch Goethe sich zu eigen gemacht. Da schreibt er Dichtung und Wahrheit darüber. Ja, nicht kontrollieren. Aber dass das so gewesen ist. Du weißt ja, wie das ist mit so einem Gerücht. Irgendetwas ist daran.
Genau. Und das wird das hier auch gewesen sein. Er hat es ja da probiert. Er wollte eben eigentlich so Zeremonien mit begleiten, mit Gedichten und sich ausdenken, was man zum Karneval machte. Das spielte ja in Dresden eine ganz große Rolle. Und was da wieder für Aufzüge stattfanden, das konnte er sicher, aber da gab es auch viele Neider. Und deswegen kann ich mir lebhaft vorstellen, dass da gesagt haben, lass den noch ein bisschen warten, er kriegt jetzt noch was zu trinken. Ja. Vielleicht hat er vor Aufregung auch das gar nicht so vertragen, was er da bekommen hat. Und das ist also schiefgegangen. Er hat das nochmal probiert bei einem Grafen Schafgotsch. Es hat nicht geklappt. Es war da genau dasselbe. In dem Moment, wo er das so auf Befehl machen musste, da war das nicht. Das kann ich auch verstehen. Wenn jetzt einer sagt, komm, dichte mal hier was, wir wollen alle lachen. Ja, das ist aber kompliziert. Anders, wenn sich das aus der Gesellschaft ergibt, da ist irgendein Wort gefallen oder ein Begriff und ich kann daraus was Lustiges machen. Ja, dann ist das gut. Aber so mit Befehl, seien Sie mal lustig, da ist noch nie was draus geworden. Und so hat er erstmal versucht, in dem Studentenleben weiterzumachen. Ich habe hier auch noch mal ein Gedicht. Das Haupt begrenzt, das Glas gefüllt, so leb ich, weil es Leben gilt. Und pfleg mich bei Ros und Myrten fort, Amor, wirf den Bogen hin und komm, mich eiligst zu bewirten. Wer weiß, wie lange ich noch hier bin. Ja, das ist schon ein melancholischer Ton drin. Ich habe auch noch so ein Gedicht gefunden, das ist auch aus dieser Zeit, wo das in Dresden schiefgegangen ist und damit, er hat ja praktisch überhaupt keinen Abschluss bis jetzt. Nein. In seinem Fach oder was. Da hat er auch geschrieben, verzeiht ihr warmen Frühlingstage, ihr seid zwar schön, doch nicht vor mich. Der Sommer macht mir heiße Plage, die Herbstzeit ist veränderlich. Drum stimmt die Liebe mit mir ein, der Winter soll mein Frühling sein. Naja, da wollen wir mal nicht weiter darüber diskutieren. Die Hoffnung, dass der Winter jetzt für ihn besonders schön wird im Frühling, nee, können wir gleich sagen, so etwas gibt es nie. Aber er ist noch unterwegs in Schlesien. Ja, das war schon eine Flucht. Ja, also da war er verzweifelt und hat nur noch versucht, irgendwie nach Schlesien zu kommen. Und in die Heimat. In die Heimat, ja. Da hat er auch noch zahlreiche Gönner und konnte dadurch auch noch wieder sich von Ort, aber wirklich von Ort zu Ort bewegen, um irgendwie zu überleben. Ja. Und zunächst mal ist er ja nach Schweidnitz gegangen, um Leonore wiederzufinden, aber die war weg. Die war inzwischen in Borau. Den Ort habe ich, den weiß ich nicht wo, der liegt aber auch in Schlesien, in Borau. Und dort hat er sich bei ihr gemeldet und die haben nochmal Pläne gemacht, aber die sind auch gescheitert. In Breslau war er Gast bei einem Ehepaar von Bressler. Mit der Dame des Hauses hat er wohl mal ein Techtelmechtel gehabt. Man muss aber dazu sagen, das sind alles durchweg Adlige. Ja. Obwohl er ja keiner ist. Nee. Und auch keiner geworden. Ja, und dann ist er dann mit einem, also da in Breslau, da konnte er auch nicht landen. Er ist dann mit einem Freund Schubert auf Wanderschaft gewesen, in Schuberts Heimatstadt Lauban. Mhm. Und da wollte er eine Praxis eröffnen, ohne Medizinabschluss, ja. Aber das ist natürlich auch schief gegangen in der Stadt Kreuzburg. Da hat er auch einen Wohltäter, das war der Pfarrer. Da hat er sich nochmal in dessen Tochter verliebt und sogar verlobt. Aber auch das war wieder ein Schuss in den Ofen. Nun muss man natürlich an dieser Stelle mal etwas erwähnen. Du wirst das auch nochmal tun und ich mache es an dieser Stelle auch. Jetzt müsste ja jemand, der uns zuhört, sagen, ja mein Gott, und was ist mit seiner Familie, mit Vater, Mutter und hatte der Geschwister? Da muss er irgendwo, muss er doch mal Halt gefunden haben. Und da muss ihn doch mal einer zu Hause gesagt haben, hör mal her, mein Sohn.
Also jetzt wird es aber Zeit, du bist durch die ganze Universitätswelt schon gegaukelt. Und jetzt muss doch mal irgendwann ernst gemacht werden und gesagt werden, von jetzt ab ist das alles schön, was ich gemacht habe. Ja, es geht. Aber jetzt muss ich einen Abschluss haben. Jetzt muss ich was in der Hand haben, Diplom oder irgendein Zeugnis, wo ich sagen kann, bitte, die Universität Jena hat eine Prüfung abgenommen und ich kann jetzt als einfacher Wundarzt meinetwegen erstmal anfangen und muss mich dann hocharbeiten. Ja, wo ist die Familie? Das ist natürlich die Tragik, die in diesem ganzen Leben steckt. Der Vater hatte sich nach den Kriegsereignissen und nachdem er alles verloren hatte, einigermaßen hochgearbeitet. Natürlich als Vater für den ältesten Sohn besondere Gefühle, aber auch gleichzeitig die starke Hoffnung, der wird mir doch irgendwie mal bald eine Hilfe sein. Der wird doch jetzt auch Arzt werden, war mit einverstanden, hat da auch angefangen irgendwo, aber wie gesagt, irgendwo. Und nun muss doch der mal kommen. Und als der dann doch mal kam, oder was der Vater hörte, oder was er in Briefen las, oder was die anderen sagten, das war alles so, der Sohn macht sich da einen schönen Tag, der dichtet, der liebt da, wie du schon gesagt hast, Weinweib und Gesang. Gesang nehmen wir jetzt mal für die Poesie. Das kann es doch nicht sein, das Studium. Und jetzt kommt das, was wir, wo ich den Vater immer noch in Schutz nehme. Du vielleicht nicht. Es ist schwierig, es ist schwierig. Der Sohn ist nachgewiesenermaßen 6-mal in Striegau gewesen, um ja, den Vater zu sprechen und zu wieder die Familie zu sehen und so. Und der Vater hat ihn niemals vor sich gelassen. Nein. Er hat kein Wort mit denen gesprochen, nichts. Er durfte das Haus gar nicht betreten. Der konnte gleich weiterziehen. Der Vater hat ihn nicht haben wollen. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal, als ich darüber so gegrübelt habe, habe ich gedacht, ich kann ihn nicht deshalb verurteilen. Der hat gesagt, naja, mein Sohn hat jetzt die Möglichkeit, erstmal schon zur Schule zu kommen nach Schweidnitz, da hat ein anderer bezahlt. Ich habe ihm, soweit ich konnte, Unterricht in Latein und Griechisch gegeben. Er hat sogar noch eine Art Stipendium bekommen. Leute haben sich um ihn gekümmert und haben ihn mit einer Wohnung, also mit einem Zimmerchen, sagen wir mal, haben sie ihn auch versorgt. Er konnte sich satt essen. Mhm. Aber jetzt kommt er nach Hause und ist nichts mehr da. Und da habe ich mir aufgeschrieben, jetzt muss man auch noch bedenken, am 13. März 1718, da brennt Striegau fast vollständig ab. Auf jeden Fall das mühsam zusammengezimmerte Haus und des Vaters und seine Praxis ist auch alles kaputt, alles weg. Da gibt es auch kein Erbe oder was, das ist nichts. Denn der Sohn hat ja da auch nicht mitgearbeitet. Nee. Und der hat nichts dafür getan jetzt, dass das vorwärts geht. Also er ist wirklich, wenn man so will, Vaterlos gewesen. Und man kann auch bald sagen, vaterlandslos. Denn so etwas hat sich doch rumgesprochen. Die Leute haben nur gesagt, Mensch, unser armer Arzt, jetzt wird er selbst schon krank und alt. Der Sohn turtelt in der Welt rum, schreibt Gedichte, öffnet mir die Herzen oder irgend sowas. Das passt doch alles nicht zusammen. Und deshalb hat er in seinem Heimatland nicht mehr Fuß gefasst. Er hat zwar eine Fülle von Briefen an den Vater, ja, die auch Dichtung sind. Ja? Ja. Die sind also auch in seine Werke eingeflossen. Ganz traurige, herzzerreißende Bittbriefe. Aber alles das kam nicht an. Und ja, so ist er noch zuletzt nach Jena gegangen, nochmal an die Universität. Wo er praktisch seine beste Zeit war. Ja, und da hat er dann nochmal weiter studiert. Aber er war gesundheitlich dann so kaputt. Er hat auch noch einen Attest bekommen, um so wenigstens eine einfache Wundarztpraxis aufzumachen. Ja. Konnte natürlich nicht in Striegau, sondern ich glaube in Brieg oder wo. In Brieg. Ja, das hat er auch noch versucht, aber das war zu spät. Denn er war durch sein Leben... Er war ruiniert. Ruiniert, kann man sagen. Und er hat dann... Auch gesundheitlich. Ja, und er hat dann Tuberkulose
bekommen. War ja damals. Und ist dann gestorben in Jena. Ja. Und hat auch kein Geld. Wurde auch nie mal, war nie mal was zum Bestatten Geld da. Nee, nichts, er wurde, gar nichts. Wurde einfach in ein anonymes Grab gebracht. Das war am 15. März 1723. Da war er mal gerade 28 Jahre alt. Ja. Und ich bin mal da gewesen in Jena, habe mit einer befreundeten Germanistin nach seinem Grab gesucht. Es ist nicht aufzufinden. Nein. Es gibt nur eine ganz kleine Tafel an einem Mauerrest. Später, ja, viel später. Und gemacht. Da steht, das ist jetzt erst gemacht, ja, ja. Um als Hinweis, dass hier auf diesem Friedhof, wo große Geister von Jena liegen, dass hier auf diesem Friedhof auch Christian Günther bestattet ist. Aber er hat da einfach den Zeitpunkt verpasst, wo man sagt, ja, das ist Jugend, jetzt tobe ich mich noch mal richtig aus. Aber dann muss was anderes kommen und dann ist das eine schöne Erinnerung. Bloß wir müssen sagen, heutzutage, es ist ein trauriges Leben, aber an ihn ist es eine schöne Erinnerung. Genau. Denn er hat in unserer Literatur als erster diese sehr sympathischen, persönlichen Liebesgedichte zum Beispiel geschrieben. Ja. Ja. Ganz abgesehen davon, dass er auch anderes geschrieben hat, was so lang ist, dass ich das auch nicht lese, bin ich ganz ehrlich. Es sind Gedichte dabei mit 500 Strophen, also ich glaube, bis zur 20. komme ich meistens und dann sage ich mir, nein, es ist wunderbar, aber es sind so viele Bilder, die er entwickeln kann. Das ist ja eine ungeheure Leistung. Es ist sehr, vielleicht, wenn wir noch mal erinnern an dieses, was ich da Trost-Aria gelesen habe, da ist jede Zeile ein ganz anderes Bild. Endlich blüht auch die Aloe und jetzt geht's weiter. Auch endlich trägt der Palmbaum Frucht und immer weiter. Das ist jedes Mal eine Fülle von Bildern, eine Fülle von Gleichnissen, die sich auch einprägen, denen man auch abnimmt, dass er sie selbst gewälzt hat in seinem Gehirn, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwas Angelesenes. Denn in der Zeit ist das große Mode. Ja. Heute auch noch. Die nehmen Gedichte und schreiben da eine Zeile raus und basteln da noch ein bisschen was dazu. Goethe hat ja über ihn gesagt, und das stimmt, also es ist so zutreffend, er wusste sich nicht zu zähmen und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten. Das ist wirklich, besser kann man das nicht sagen, aber er hat selbst irgendwie etwas zum Schluss gemerkt. Ja, er hat auch seine Grabinschrift niedergeschrieben. Und Wolfgang Mitschke liest jetzt sogar die Grabinschrift, die er sich selbst aufgeschrieben hat. Ja. Hier starb ein Schlesier, weil Glück und Zeit nicht wollte, dass seine Dichtkunst zur Reife kommen sollte. Mein Pilger, lies geschwind und wandre deine Bahn, sonst steckt dich auch sein Staub mit Lieb und Unglück an. Da braucht man kein Wort mehr zu sagen. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns zugesehen haben und würden uns natürlich freuen, wenn wir demnächst wieder hier sitzen und einen anderen Dichter aus unserer Schmökerkiste für eine Zeit lang wenigstens befreien. Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank.